Nein sagen. Etwas sehr, sehr Wichtiges, Essentielles und doch so Schweres. Wie kann man Nein sagen, ohne das Gegenüber oder den Gegenüber zu verletzen und seine eigenen Grenzen zu wahren? Darüber sprechen wir heute im Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Timo Posowert. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung mit dem Schwerpunkt Inneres Kind, Selbstliebe und Berufung. Heute gehen wir so ein bisschen in die Beziehungen von dir ein. Die Beziehungen zu deinem Partner, die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Kollegen. Ganz egal, welche Beziehung des Lebens. Es geht um die Frage, wann sollte ich Nein sagen? Wie kann ich Nein sagen, ohne mein Gegenüber zu verletzen, ohne es bloßzustellen und vor allem auch ohne mich dabei schlecht zu fühlen? In allererster Linie müssen wir betrachten, wie Nein sagen funktioniert. Und meist ist das schon der erste Punkt. Es funktioniert nämlich gar nicht. Denn aus Angst davor, dass wir verletzen könnten, schlecht dastehen würden oder dass man uns falsch ansieht oder blöd über uns denkt, sagen wir meist schon gar nicht Nein. Wir sagen oftmals Ja, obwohl wir ein Nein meinen, und das Nein verkneifen wir uns dann für unseren Frust. Wie aber kann ich Nein sagen, was sehr, sehr wichtig ist für dich, weil es zeigt deine persönlichen Grenzen und dass du dich selbst respektierst, ohne dem Gegenüber vor den Kopf zu stoßen, ohne dem Gegenüber zu verletzen? Dazu gehen wir mal in eine Situation ein. Ja, also es könnte jetzt jede Beziehung in deinem Leben ja spiegeln, egal ob mit Familie, mit Freunden oder mit Verwandten. Es geht hierbei aber diesmal um die Partnerschaft. Stell dir mal vor, du sitzt abends auf der Couch, du bist total K.O. vom Tag, weil du hast die Kinder versorgt, den Haushalt gemacht, bist zu deinem Teilzeitjob gegangen und warst am Abend jetzt noch kochen, hast aber den ganzen Tag schon Kopfschmerzen und dein Partner sagt, hey, heute ist das Treffen unter Kollegen und da bringt jeder seine Frau mit. Ich würde mich freuen, wenn du dich fertig machst. Und du denkst dir eigentlich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich fühle mich nicht gut. Natürlich wirst du zu 99% sagen, ja, ich gehe mich jetzt umziehen und ich bin gleich da, weil du das Verpflichtungsgefühl hast. Aber eigentlich solltest du sagen, nein. Aber damit das Nein nicht verletzt und auch nicht abwertet, gibt es hier eine sogenannte Kombination. Und zwar sollst du deine eigenen Grenzen respektieren plus Empathie aufzeigen. Das bedeutet, dein Mann kommt auf dich zu oder dein Partner oder wer auch immer und du antwortest auf seine Frage mit einem klaren Verständnis. Und zwar, ja Schatz, ich kann verstehen, dass dir das wichtig ist, dass ich auch dabei bin, aber ich habe Kopfschmerzen, mir geht es nicht gut und ich möchte nicht, dass ich Last bin heute Abend. Du kannst aber einen Gruß von mir ausrichten und sagen, ich bin nächstes Mal gerne dabei. Somit hast du Verständnis für deinen Partner gezeigt. Du hast aber auch Verständnis für dich gezeigt und somit hast du einen Kompromiss geschlossen. Dass es natürlich nicht immer 100% beim Gegenüber dann auch so ankommt, dass er dir das vielleicht am Anfang nicht glaubt oder vielleicht trotzdem enttäuscht ist, wird auf jeden Fall auch manchmal passieren können. Aber du hast deine Empathie reingebracht und vor allem hast du deine eigene Grenze respektiert. Und da nenne ich noch ein anderes Beispiel. Stell dir vor, dein Partner kommt zu dir. In der Partnerschaft ist immer das Einfachste, das mache ich auch in den Paargesprächstherapien sehr, sehr gerne, Rollenspiele. Der Partner kommt zu dir und er sagt zu dir, weißt du, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Aber du
würdest dich einfach gerne wieder auch mal deinen Hobbys widmen, weil du jeden Abend mit deinem Partner ja Zeit verbringst und er hat eben den Wunsch nach mehr Zeit mit dir. Was passiert hier? Hier kommt Gefühl und Bedürfnis hinzu, was immer auch beim Nein sagen sehr wichtig ist. Dein Partner hat das Bedürfnis nach mehr Zeit. Er sagt, ich bin traurig, wir machen viel zu wenig zusammen. Sein Gefühl ist die Trauer. Sein Gefühl der Trauer überdeckt also sein Bedürfnis. Und wenn du jetzt deinen Tag reflektierst oder dein Leben besser gesagt, dann wirst du merken, okay, Gefühle blockieren oft meine Bedürfnisse und ich zeige meine Bedürfnisse gar nicht. Hier musst du natürlich jetzt deinem Bedürfnis nachgehen und sagen, ich kann dich verstehen, dass du mehr Zeit mit mir verbringen möchtest und ich liebe auch die Zeit mit dir, aber ich möchte auch dies und das noch erleben in meinem Leben. Also, vielleicht willst du reiten gehen, ein Buch lesen, je nachdem, was dich eben erfüllt. Und darum geht es, Kompromisse finden in ehrlicher Kommunikation. So kannst du Nein sagen, ohne zu verletzen. So kannst du Nein sagen, ohne abzuwerten. Und vor allem in der Kompromissbereitschaft findest du immer die beste Lösung. Vor allem in deinen Beziehungen im Leben. Wenn du jetzt aber merkst, dass dir das schwerfällt, wenn du merkst, dass du doch viel mehr Bedürfnisse untergräbst, als du gedacht hast, dann melde dich gerne bei mir. Es gibt ein Jahresangebot bis zum 15. November noch für 777 € wöchentliche Gesprächstherapie von 45 Minuten mit mir und meinem Team, wöchentliche Energiearbeiten, um dir dabei zu helfen mit karmischen Verstrickungen, mit Familienaufstellung etc. pp. Auch eine Rückführung können wir gerne machen. Ja, und das Ganze eben für 12 Monate. Als Christmas Special so gesehen. Ich freue mich, wenn ich von dir höre und jetzt folge deinen Bedürfnissen und sag nicht ja, wenn du nein meinst.